Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Antriebe sind unser Thema. Wir beschäftigen uns aber immer noch mit der elektromagnetischen Verträglichkeit. Jetzt haben wir verschiedene Gegenmaßnahmen kennengelernt. Ich möchte das Ganze nochmal aufsummieren, welche Maßnahmen es so gibt und wogegen sie wirken. Okay. Schauen wir uns das an. Bitte gehen wir da möglichst schnell durch. Es wird jetzt einfach eine Auflistung, ja, und ich sage nur ein paar Worte dazu und das war's. Ja. Und zwar, eine Sache haben wir schon gesagt, geschirmtes Gehäuse. Gegen was wirkt es? Elektromagnetische Strahlung. Diese Strahlung. Okay. Eine Sache, die ich noch machen kann, war ja kein geschirmtes Gehäuse, also ist räumliche Trennung. Okay, räumliche Trennung. Das ist magnetische Ausstrahlung im Nahbereich. Ja. Aussteuerungen im Nahbereich. Ja, du hast einen Trafo und der macht halt ein bisschen ein Feld und jetzt baue ich den Trafo irgendwo weiter weg ein, weiter weg von empfindlichen Bauelementen. Passt, da ja, habe ich räumliche Trennung, da ist das Feld schon schwach, da stört es mich nicht mehr. Ja. Dann, was können wir nur machen? Separate Leitungsführung. Für Versorgung und Signal. Signalkabel, Versorgungskabel getrennt. Ja. Und ja, das hilft halt gegen Beeinflussung von Störungen auf Energiekabeln. Dann haben wir, wenn wir geschirmtes Gehäuse haben, haben wir geschirmte Leitungen natürlich. Das hilft natürlich wieder gegen elektromagnetische Strahlung. Dann ebenfalls gegen elektromagnetische Strahlung haben wir umlaufende Massekontaktierungen. Ja, umlaufende Massekontaktierungen. Vor Schirmgeflechten. Von Steckergehäusen. Filtergehäusen. Abdeckungen. So, also alle mechanischen Konstruktionsmerkmale und so weiter. Ich muss das umlaufend Masse kontaktieren. Wenn da irgendwo ein Schlitz ist oder so, kann dort die elektromagnetische Welle schon raus. Ja, Schlitzantenne, das hilft gegen die Antennenwirkung. Ja, also diese umlaufende Massekontaktierung hilft eben gegen die Antennenwirkung vor irgendwelchen Sachen. Was haben wir da noch? Ja, dann haben wir noch symmetrische Signale können wir verwenden. Also nicht einfach
eine Signalleitung, sondern immer umdrehen. Ja, das hilft nämlich gegen störende Querspannungen. Dann ebenfalls schon erwähnt, verdrillte Leitungen. Magnetische Kopplung hilft gegen magnetische Kopplung. Dann Filter, ja, also irgendwelche Filter, die halt nur auf bestimmte Frequenzanteile durchlassen bei ungeschirmten Kabeln. Ja. Filter bei ungeschirmten Kabeln. Ungeschirmten Kabeln. Die hilft gegen die Antennenwirkung. Von diesen Kabeln. Ja. Man sagt, ein Stück Leiter, anderthalb, anderthalb Viertel, empfängt gut, und wenn ich dann noch einen Filter einbaue, der genau diese Frequenz herausfiltert, habe ich wieder nichts. Ja. Ebenfalls in die gleiche Kerbe schlägt der Ferritkern. Haben wir sicher schon mal. Das sind diese Knäuel, die irgendwo auf irgendwelche USB-Kabeln sind. Da habe ich jetzt keines da. Da sind meistens so Verdickungen irgendwo auf den USB-Kabeln drauf. Das sind Ferritkerne und die helfen halt gegen Störströme durch Bedämpfung. Okay. Dann ebenfalls, was ebenfalls sehr häufig gemacht wird, ist eine galvanische Trennung. Ja. Was gibt es da für Möglichkeiten? Da gibt es einen Transformator. Einen Optokoppler. Da gibt es ein Relais. Ja, da gibt es einen Lichtwellenleiter. Und das hilft halt gegen Schleifenströme. Masseschleifen, Erdschleifen, irgend sowas, galvanische Trennung, einfach aufmachen. Ja. Dann können wir sogenannte Z-Leitungen verwenden. Okay. Z-Leitung, eine Wellenleitung. Ja. Das ist eine Koaxleitung zum Beispiel, Koaxial- oder Streifenleiter. Das hilft gegen Abstrahlung. Einer stehenden Welle. Z-Leiter, Wellenleiter, Zeltleiter. Wir können dann zur Schirmung und so weiter, können wir irgendwelche Kupferlagen nur irgendwo in irgendwelche Printplatten einbauen, dass wir einfach so eine Kupferschicht zusätzlich machen, ja, Kupferlagen. Zur Schirmung. Ja, das ist halt mit dem Skin-Effekt und so weiter, das haben wir eh besprochen. Das hilft auch gegen Abstrahlung. Und dann haben wir nur schaltungstechnische Maßnahmen, einen Abblock-Kondensator. Den baue ich vor. Bei der Versorgungsleitung vor irgendwelche empfindlichen Bauelementen ein, und der blockt halt hochfrequente Störungen auf Versorgungsspannung. Boah, der leitet die hochfrequenten Störungen ab und die niederfrequente oder die Versorgungsspannung, die ist nach wie vor da. Okay. Ja, das sind so
verschiedene Gegenmaßnahmen. Jetzt habe ich ziemlich klein geschrieben, dass ich das auf den Zettel zusammenbringe. Aber ja, es war natürlich eine trockene Geschichte. Puff, Staubtropfen. Ja, das nächste Mal machen wir schon was anderes. Das nächste Mal, jetzt lassen wir die elektromagnetische Verträglichkeit, das Prinzip der elektromagnetischen Verträglichkeit hinter uns. Und jetzt schauen wir, warum ich das im Kapitel für Antriebe erzählt habe. Und zwar werden wir uns anschauen, was da los ist bei so Stromrichterantrieben. Da werden wir sehen, da haben wir dann schon, müssen wir aufpassen. Das ist aber Thema des nächsten Videos. Der Stromrichter als Störquelle. Und welche Maßnahmen wir jetzt haben wir ähnlich wie die Antriebe. Stromrichterantrieb, Störquelle, passt. Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.